Hallo und willkommen am 19. Dezember. Bevor ich heute anfange, ein kurzer Hinweis. Es könnte sein, aufgrund der Natur des Experiments, das im heutigen Türchen ist, dass das Experiment zwar funktioniert, aber auf der Kamera nicht zu sehen ist, denn das heutige und auch das morgige Experiment und ich glaube auch das danach beziehen sich auf die Funktionsweise des menschlichen Auges. Und es könnte halt sein, dass eine Kameraaufnahme das dann nicht so einfängt, dass es funktioniert, das werden wir gleich sehen. So, nach dieser kurzen Einführung mache ich mal das 19. Türchen auf. Übrigens, was mir bei der Hälfte der Türchen dann irgendwann aufgefallen ist, ist, dass die tatsächlich in der Reihenfolge sind. Und das ist etwas, was ich sehr schön finde, da muss man nicht so lange suchen. So, genug gelobt. Wir kriegen ein. Oh, das mit dem Plastik funktioniert jetzt gar nicht mehr. Wir kriegen einen Kreisel. Ja, das wird noch ein Problem. Vielleicht. Okay, und wie wir sehen, hat dieser Kreisel ja bunte Farben. Das nennt sich ein Newton-Kreisel nach Isaac Newton. Und was dieser Kreisel machen soll, ist natürlich, er soll sich drehen. Und wenn er sich dreht, sollen diese verschiedenen Farben, wir sehen hier das Spektrum des Regenbogens, sich zu weiß vereinen. Also im Grunde eine Umkehrung dessen, was gestern mit dem Prisma geschehen sollte. Das sollte ja weißes Licht aufspalten in seine Lichtbestandteile. Der Kreisel hier soll die Lichtbestandteile nehmen und durch die Geschwindigkeit der Drehung, der Bewegung, soll dann das Auge dazu gebracht werden, alle gleichzeitig wahrzunehmen und dadurch diese zu weiß zu vereinigen. Und es scheint sogar zu klappen, wenn ich das hier mache. Sieht es ein bisschen so aus. Ich lenke die Kamera ein bisschen nach unten, damit ich besser den Kreisel im Blick habe. Und dann kreisel ich mal. Ha! Funktioniert sogar auf dem Bild. Perfekt. Der dreht sich nur gerade aus dem Bild raus. Und das ist unser Experiment für heute. Wir sehen, wie die verschiedenen Farben sich zu Weiß vereinigen und wie Licht also funktioniert. Und das Heft erklärt dazu natürlich, wie es funktioniert, das Experiment selber, ein bisschen was darüber, wie Farbwahrnehmung im Auge funktioniert, wie das Auge grundsätzlich funktioniert. Das mit der Lichtbrechung hatten wir ja schon mal. Hier nochmal ein wenig. Die Verarbeitung von Bildern im Gehirn. Das ist sehr nett und dieser Kreisel hat die Tendenz, sich aus dem Bild rauszudrehen. Nach unten links, der ist jetzt genau, ja, da wo mein Finger ist und den seht ihr jetzt absolut nicht. Okay, das war Tag 19. Auf zu Tag 20.